Ja Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, Mazdak, euer bester Freund. Nachdem meine erste Instagram-Rapper-Newcomer-Reaktion so gut angekommen ist bei euch und ihr die Kommentare zugespammt hat mit neuen Vorschlägen, habe ich mir gedacht, suche ich mir die 5 am häufigst genannten Namen raus. Ihr konntet mir natürlich auch Vorschläge über Instagram selbst schicken. Ich heiße auf Instagram selbst Mazdak_Nebby. Einfach abchecken, könnt mir da gerne folgen. Plus eine sehr wichtige Frage, die ich hier noch beantworten wollte. Das hatten viele gefragt im letzten Stream. Das ist eine Spielzeugwaffe, Freunde. Die ist zwar extrem schwer, ja, und aus Metall und allem drum und dran, aber das ist keine echte Waffe. Man darf in Deutschland keine echten Waffen besitzen. Und ich zeige euch das auch mal ganz kurz, dass das keine echte Waffe ist. Das ist nur eine ganz normale Software, mit der kann man halt ballern. Ihr habt es gesehen, Freunde, ganz normale Software, nichts Besonderes. Ich benutze sie halt öfters mal hier so zu Lachkick und Spaß, und da ja diese ganzen Rapper immer auf Gangster tun, trifft sich das halt relativ gut. Und das hier ist auch eine ganz normale Software, Freunde. Ja, die tun weh. Und jetzt werde ich mal direkt auf die ganzen Instagrammer reagieren, die ihr mir geschickt habt, und bin mal gespannt. Hallo, Schatz. Hi, Schatz. Leute, ach so, noch was. Wir fahren gleich nach Köln. Das ist meine Frau Nebby, ihr kennt sie. Sie hat heute Geburtstag. Alle einmal herzlichen Glückwunsch oder Happy Birthday unten Danke. In die Kommentare reinschreiben. Sie ist zum erneuten Male 29 geworden. Nein, Spaß. Sieht aber immer noch aus wie 20 und deswegen macht kein Auge. Nicht zu danken, Schatz. Ich mache jetzt gerade eine kurze Reaktion hier auf die Instagram-Rapper und so. Dann können wir eigentlich direkt losfahren. Okay, bis gleich, Schatz. Ciao, danke. Wartet, Leute. Geburtstagsgeschenk an meine Frau. Ja, du warst doch schon draußen. Komm mal rein kurz. Nein, Schatz! Oh! Alter, der ist durch die Tür fast durchgegangen. Oh! Schatz, jetzt bin ich schon wieder abgeschossen. Nein, bist du doof. Du würdest direkt richtig blaue Flecken kriegen dadurch. So, Freunde, wir legen jetzt direkt los. Das nennt man wahre Liebe. Nein, 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 nein! Bist du doof? Ey, wenn du schießt... Schatz, du weißt, ich kann dauerhaft... Hör auf! Ich will einmal dagegen schießen. Ja, schieß einmal dagegen. Warte, ich schieß auch dagegen. Oh, ey, ich hab geladen. Ich schwöre, ich schieße, du kriegst blauen Fleck dadurch. Boah, das ist geil, wie das durchgeht, ne? Warte. Okay, reicht. Warte. Ja, okay, reicht jetzt. Hör auf, du verschwindest die ganze Munition. Ich schieß jetzt auch. Hör auf, du schieß mein Bein! Boah, jetzt reicht's. Jetzt. Hey! Schieß dich schon mal raus! Leg das jetzt selbst nicht anfangen. Ja, okay. So, Freunde, ich muss mal sichern. Ah, ist schon gesichert. Sehr gut. Ihr seht, arme Karton da hinten ist komplett in Mitleidenschaft gezogen. Ich zeige euch das mal kurz. Wartet. Richtig geiler Shit. 3, 2, 1 und go! Boah, der Beat ballert! Der Beat ballert auf jeden Fall. Wir sind gespannt, was unsere afroamerikanisch-dunkelhäutig pigmentierten farbigen Schwarzen so drauf haben. Leute, ich gehe mit sehr hohen Erwartungen da dran. 061. Mönchengladbach. Boah, ich verstehe kein Wort. Ohne Scheiß. Das ist richtig schlechte Qualität. Ah, naja, gucken wir mal weiter. Der Unterschmerz zwischen Brüder, Lügner, Verräter und Länder und Täter und Leider. Ich komme nicht weiter und Deutsche und Zeiter und Leider, aber keiner, der mich glaubt und keinem, dem vertraute und keinem, dem ich India und schaute, ich laufe. Gefällt mir leid, hab ich schon lange. Ich finde das nicht gut, ich sag euch das ganz ehrlich, ja. Ja, hier schreibt einer, man versteht am Anfang gar nichts. Ich habe auch kein Wort verstanden. Bei ihm geht's halbwegs, aber halt kein Flow und nichts vorhanden. Die sind auch noch relativ jung, Leute. Was will ich da überhaupt sagen? Ich bin ja selber auch kein Rapper. Ich kann euch nur meine eigene persönliche Meinung hier nur kundtun. Und ich würde denen ans Herz legen, ganz ehrlich, hört auf zu rappen, ganz ehrlich. Alter Fighter, ich bin schon damals Alter Fighter. Ich zerfetze deine Lines, nämlich kokolöse Zeins. Ich hole mir mein Hype und das über Insta. Ich bin ein Kind, doch Rapper rappen wie Kinder. Okay, das Ende war okay. Kann man sich geben, aber ganz ehrlich, warum macht man sowas in dem Alter? Warum tun alle auf zwanghaft und krass auf Gangster und hart, wie die ganzen
Lutscher-Rapper da draußen, die null hart sind. Ich verstehe das nicht. Na egal, wenn ich Note geben müsste, ihr wisst, ich gebe immer Hack, ja? Ich gebe jedem Hack, allein dafür, dass sie sich ihre Mühe und so gemacht haben. Aber wenn ich Note geben müsste, wäre das eine 4-. Das heißt, bestanden, aber gerade mal so ganz knapp. Go, direkt der Nächste. 50.000 Weltsieger! Ach du Scheiße, was seh ich da? 50er Radar, hast du viel Blablabla? Aber so nette Damen, seine gute Freunde war. Meine Damen, keine Skills, keine ganz unerwarm. Bist doch nass, Fuß wieder. Ja! Dani, Sipatila. Ja! Boah, der ist echt stark, dieser kleine Junge. Richtig stark, der heißt Dani 681. Der heißt einfach wie mein Cousin Donny. Geil. Aus Mannheim, Germany. Krass. Kämpfe wie ein Krieger, bin der 80er Submariner. Wer mit 16 hat so viele Fans, das ist Dani 683. Wer mit 16 packt es in die Trends, das ist Dani 683. Oder wer mit 16 ballert jeder mal so schnell, das ist Dani 683. Dani 683. Das ist Dani 683. Häng so weit auf dem Vader, schreibe meine Texte, bin am Ballen wie die Laker. Ich bin lieber Boden gelandet, bin der Wagen, ich bin lange, habe Schaden wie nach einem Soldaten. Halbe Mio, FB16. Leute wollen den ganzen Track sehen. Okay, ich verstehe jetzt nicht alles, was er da sagt. Ist halt Handy-Quali, Leute. Handy-Qualität, einige Wörter gehen dadurch verloren. Aber man merkt, er kann schon rappen. Dieses Hyperaktive im Handy ist auch am Start und so. Mir gefällt das. Krass, guck mal. Ist mir gerade das aufgefallen. Enno. Das ist dieser Enno, der mit Mero abhängt. Und Khatar, kurdischer Bruder. Kein Spaß, sagt er. Wieso macht ihm das keinen Spaß, oder was? Der sagt wild, ja. Ist gut, auf jeden Fall kann man sich geben, Bruder. Ist schon stark. Das ist ein 50.000 Fans. Wie Fans? Ach so, der hat auf Instagram 63.500 Abonnenten und hat wohl zu seinen 50.000 dieses Video gemacht als Dankeschön. Okay. Nie, sie beginnt und lass sie von dir, denn ich kenne die Sache erst mit Leuten, wenn ich kann natürlich. Ja, mein Bruder, mein Hype ist real. Spiele weiter hier dieses Spiel. Nein, da reden mir zu viel. Bla 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 bla. Ja, mein Bruder, mein Hype ist real. Spiele weiter hier dieses Spiel. Nein, da reden mir zu viel. Bla 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 bla. Und die Zeit, Bruder, ist bald da. Baller Ziele auf Splitter. Sehen uns in Bayern in den Charts. 50! Ja, war stark. Gönnen wir ihm seinen Hack. Like kriegt er von mir auch. Aber ich finde das geil, wie Khatar immer diese, und Enno auch, der gehört halt auch dazu, wie die sich immer diese Handy-Video-Newcomer-Rapper ergeiern und schnappen wollen, direkt wo die noch jung sind und man die ganz einfach sich gönnen kann. Naja, gönnen wir uns mal demnächst und war stark. War jetzt nicht so krass, wie ich gedacht hätte. War schon gut. Ich denke mal, in gut aufgenommener Quali wäre das schon stark gewesen. Der Song heißt Sag mir wer mit 16. Er will wohl damit sagen, wer hatte wohl mit 16 50.000 Fans. Aber das sind nicht die Werte, auf die du Wert legen solltest, mein Freund. Du solltest lieber Wert darauf legen, deine Mutter glücklich zu machen. Du solltest lieber Wert darauf legen, ein loyaler, guter Freund zu sein, was du höchstwahrscheinlich bist. Sonst wären deine Freunde nicht da am Start und würden dir helfen und so. Aber nur damit ihr wisst, dass man nicht falsche Werte vermittelt. Ja? Weil, was ist, das ist nur eine Zahl. Das ist nichts. Und das sind auch keine Fans. Das sind einfach nur Leute, die sich deine Videos angucken, um unterhalten zu werden. Wenn du mal in der Zwickmühle steckst oder irgendwas brauchst, wird dir keiner von denen auch nur das geben. Nicht mal das werden die dir geben. Nur damit du schon mal Bescheid weißt, weil du bist noch jung, du bist erst 16 Jahre alt. Man muss ja auch mal ein wenig Real Talk hier sprechen, damit du weißt, was Sache ist. Es werden auch schnell Aasgeier kommen, die versuchen werden, auf deinen Nacken bzw. über dich und über den Hype, den du durch diese Videos erzeugst, sehr, sehr viel Geld zu machen. Ja, und ich weiß, dass man in diesem Business sehr, sehr viel Geld machen kann. Viele von euch, die meinen Hauptkanal verfolgen, wissen, dass ich viel Kontakt habe mit Rappern, die schon Erfolg haben, die richtig viel Geld machen. Die haben mir das alle ohne Ausnahme genauso wiedergegeben. Und das sind richtig hohe Summen, die wir da verdienen. Nicht diese Summen, die ich hier auf YouTube verdiene, paar tausend Euro, wo ihr denkt, boah, der verdient richtig viel Geld, bei dem läuft richtig gut. Ja, das ist gutes Geld, ich verdiene so viel wie ein Arzt, aber die Musiker und so, was denkt ihr, wie die sich leisten können, Villa zu kaufen, diese fette Auto, solche Uhren, dies, das, tralala. Die machen unnormal Geld auf euren Nacken. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr wisst, dass ihr der Grundstein für die seid. Diese Abgehobenheit dieser ganzen Rapper und so kann ich nicht nachvollziehen. Dieses ständig auf die Zahlen fixiert sein. Ich hab 50.000, ich hab 100.000, ich hab 200.000, ich hab 1 Million, ich hab 2 Millionen. Dies, das.
So, das ist nicht das, worauf es ankommt im Endeffekt. Ich hoffe, das werden die Leute irgendwann verstehen, aber auch schon viel zu lange hier drüber geredet. Der Bro, der kleine Junge, hat hier sein Like von mir gekriegt. Gönnen wir uns einen Hack. Lachkick, Freunde. Mir ist gerade beim Schneiden erst aufgefallen, als ich ihn verlinken wollte, diesen Danny 687 oder was weiß ich, dass der mir schon im Januar geschrieben hatte und wohl auch tatkräftig meine Videos verfolgt und meine Videos feiert. Schon allein deswegen, Freunde. Geht auf sein Instagram, lasst ihn Liebe da von uns, Hashtag bester Freund. Wir unterstützen uns natürlich alle gegenseitig und yalla, viel Spaß weiterhin mit dem Video. Direkt weiter. Benji Ewald. 178.000 Aufrufe, nice. Ich geh in den Wald und die Vögel fliegen durch den Wind. Die Vögel sind wunderschön, Vögel, die blau sind. Vögel, die blau sind. Oh, oh, yeah, yeah, Vögel, die blau sind, 2.0. Vögel, die blau sind, 2.0. Der meint das nicht ernst. Ich geh in den Wald und die Vögel fliegen durch den Wind. Die Vögel sind wunderschön, Vögel, die blau sind. Vögel, die blau sind. Oh, oh, ja, ja, Vögel, die... Hä, der meint das nicht ernst, Leute. Der verarscht uns hier alle. Der verarscht uns alle. Morgens steh ich um 7 Uhr auf, ja, oh, dann putze ich mir erstmal die Zähne, ja, yeah. Morgens um 7 Uhr, morgens Boah. Um 7 Uhr. Und dann hat er auch noch so viele Aufrufe, das ist doch nicht mehr normal, Freunde. Alter Schwede, wie man mit Schrott, aber hier, 142.000 hat der Follower. Ich hab gedacht, der hat 142, er hat 142.000. Das ist echt nicht mehr normal, Alter. Wie man mit Schrott so hochkommen kann. Alter. Normalerweise gebe ich jedem immer ein Like hier, aber... Scheiß drauf, ich mach's einfach. Boah. Note 6. Direkt der nächste. Anil A67. Ah, der kommt aus Aachen. A la Junge, was ist eigentlich Chappell. Los mit dir? Seit Tagen bist du komisch. Du gehst nicht mehr hoch. Ich weiß auch nicht, aber guck mal, irgendwas... Dieses A la Chapelle oder... Keine Ahnung, das ist Französisch, ich kann kein Französisch. Auf jeden Fall, das steht für Aachen. A la Chapelle. A la Chapelle oder so. Aachen, Jasmin. Ja, man sieht, das sind Aachener, die drunter geschrieben haben. Ist direkt ein Aachener. Das heißt, er kriegt automatisch schon ein Like. Und ja... Bin mal gespannt. Komisch im Herzen, ich weiß auch nicht, aber weißt du was? Ich reim jetzt einfach aus dem Herzen. Ja, versuch mal zu... reim mal aus deinem Arsch heraus, Alter. Das würde interessant klingen. Egal, gönnen wir uns mal weiter. Brettern dann nur. Du willst das Spritzer? Ja, okay, guck mal. Zeig mir, was Sache ist. Okay. Außen zuerst, danach Charakter, bin ich Sammy oder Sam, wunderbar, naja, was ist los mit der Welt? Oh, stark. Ich weiß schon, was hält... Habt ihr gemerkt? Am Anfang Deutsch und dann Türkisch. Einmal hier, einmal da, einmal Gruppe, man wartet, scheiß, man mich krank und schwitzt und spart. Ich kann keiner mehr vertrauen, denn die Welt überrollt mein Augen. Ich kann in Zukunft die Vorjahr, ich bitte diese Reime, ihr wollt nur das Seine, ihr wollt nur die Scheine. Ach Mädchen, sei leise, ich hab keine Scheine, ich hab ein Herz. Ja, du hast recht, ich fühle unter Schmerz und denk nicht, Jungs, Satan, eins, diese richtige Beziehung ist vorbei und es ist wichtig, der das Leben ist hart, der das Leben ist hart. Doch ich spreche mir eins, bleib immer stark. Peace out. War gut, wa? Man hat zwischenzeitlich... In der Mitte nichts verstanden. Wie gesagt, die Musik finde ich in diesen Instagram-Videos immer viel lauter als die Stimmen, dass man die Stimmen gar nicht raushört. Aber alles in allem muss man schon sagen, und nicht nur, weil der aus Aachen kommt, der kommt mir unnormal bekannt vor. Vom Gesicht der 700 Abonnenten, da geht auf jeden Fall noch was. Sein Gesicht kommt mir unnormal bekannt vor. Ich glaube, ich habe... Anil, korrigier mich, falls du dieses Video sehen solltest. Schreib mir auf Instagram, woher ich dich kenne. Bestimmt haben wir uns in Aachen mal getroffen oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ne, egal, oh, der folgt mir sogar. Guck mal, Ehrenbruder, allein dafür kriegen jetzt ein paar Sachen von ihm, Likes von ihm. So, kommen wir mal zum nächsten. Elvat 165. Und hier an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Danke ich auch. Joel Azaita oder so, wie der heißt. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Auf jeden Fall, der hat mir auch so ein paar. Ich glaube, er hat mir den hier sogar vorgeschlagen, bin mir nicht sicher. Gönnen wir uns das mal.
Locken, 15 Jahre, Freestyle. Ich komm mit Jungs aus Pakistan. Die seid den Ziffer 3 und Bengsen in der Hand. Also komm, ich komm mir lieber nicht so nah, nah. Ich gebe nicht an mit den Jungs, Büro. Ich bin aggressiv, aggressiv, Modus Energie. Balla, balla, gen auf jeder Enemies. Ey, Elvador, ja, merkt ihr diesen Namen? Leute, ball ich gerne auf alle Hater. Ganz ehrlich, was ist das, Alter? Er folgt mir noch nicht mal. Komm, der kriegt kein Like. Aber ich habe auch schon diesen Maskara da, wie hieß der nochmal? Dem hier habe ich auch schon Like gegeben. Ah, scheiß drauf. Ja, aber ist richtig schlecht. Also ganz ehrlich, er sollte aufhören zu rappen. Erstens, und selbst wenn er rappen sollte, also falls du das sehen solltest, lieber Elvard 165, Köln, Germany. Such dir vernünftige Texte aus, die auch zu dir passen, ja? Nicht so aggressiv und dies und das und tralala. Wozu? Was für ein Grund hast du aggressiv zu sein? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht nachvollziehen. Keine Ahnung. Und Flow war auch nicht so gut. Ich bin einfach nur ehrlich, Freunde. Ja? Verschwendet eure Zeit nicht mit sinnlosem Scheiß wie sowas. Ihr habt jetzt gesehen, dass ein Mero, ein Ferro, ein Cero. Wieso heißen die alle gleich? Ich mache mir demnächst auch einen Künstlernamen und nenne mich Kero. Oder Hero. Oder was weiß ich. Irgend auch so ein Kacknamen. Freestyle ein wenig, mache Handyvideos, nehme mich selbst dabei auf. Dass man kein Wort versteht, dann sagt jeder so: Boah, Bruder, du bist richtig gut. Ich hab zwar kein Wort verstanden, aber du warst so schnell. Dann wackel ich so mit dem Handy. Ich hatte so schwere Zeit in meinem Leben. Ich mach alles für meine Mutter und verkaufe Drogen. Ja. Ihr seht, ich bin schon im ADS-Modus. Freunde, das war's mit den 5 Instagrammern für diese Folge. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Spamt die Kommentare wieder voll mit denjenigen, auf denen ich reagieren soll. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt sauber, bleibt lieb. In jedem von uns steckt ein kleiner Mustang.